Das setzt voraus, dass die Bank wiederum den Verbraucher auch richtig darauf hingewiesen hat und belehrt hat. Fast alle Widerrufsbelehrungen in den Immobiliendarlehensverträgen sind fehlerhaft. Meist hat man da den Fehler eines sogenannten Kaskadenverweises. Das heißt, da sagt die Bank: Lieber Verbraucher, schau doch mal in den Paragraph 492 BGB, dann bist du ausreichend belehrt, da steht alles drin. Der EuGH sagt, das reicht nicht aus. In diesem Video zeige ich dir, wie auch du einen Betrag in Höhe von 57.000 Euro sparen kannst. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Markus Mingers, ich bin Rechtsanwalt bei der gleichnamigen Anwaltskanzlei in Köln. Vorab darf ich dich bitten, diesen Channel hier zu abonnieren, damit auch du immer wieder Nachrichten bekommst, wenn wir dir neue Rechtstipps geben. Jedes Mal sparst du Geld. Wenn du eine Immobilie finanziert hast, hast du die Möglichkeit, einen Batzen Geld zu sparen. Die Interhyp hat eine Studie herausgegeben und hat gesagt, durch eine Um- und Neufinanzierung des Immobiliendarlehens spart man im Schnitt 57.000 Euro. Die Interhyp hat 100.000 Verbraucherdarlehensverträge untersucht. Aufgrund eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs im März 2020 besteht die Möglichkeit für alle Verbraucher, die ihre Immobilie finanziert haben, aus der bestehenden Immobilienfinanzierung auszusteigen. Denn, so der EuGH, fast alle Widerrufsbelehrungen in den Immobiliendarlehensverträgen sind fehlerhaft. Meist hat man da den Fehler eines sogenannten Kaskadenverweises. Das heißt, da sagt die Bank: Lieber Verbraucher, schau doch mal in den Paragraph 492 BGB, dann bist du ausreichend belehrt, da steht alles drin. Der EuGH sagt, das reicht nicht aus. Ich weiß, dass einige Gerichte das in Deutschland noch anders sehen, aber letztendlich hat der EuGH auch in einer weiteren Entscheidung zum BGH in Deutschland gesagt, lieber BGH, wir stehen über dir. Das, was wir sagen im Verbraucherrecht, ist bindend. Es gibt da einen traditionellen Streit zwischen dem deutschen Bundesgerichtshof, der tendenziell bankenfreundlich ist, und dem europäischen Gerichtshof, der tendenziell verbraucherfreundlich ist. Hier haben sich also die Verbraucherrechtler durchgesetzt. Die Widerrufsbelehrung ist ja ein klassisches Instrument des Verbraucherschutzes und von daher so ein bisschen die heilige Kuh. Heißt also, im Verbraucherrecht soll der Verbraucher die Möglichkeit haben, ohne Angaben von Gründen sich innerhalb von 30 Tagen von dem Vertrag lösen zu können. Das soll dieses Ungleichgewicht zwischen Bank und großer Rechtsabteilung und Konzern und kleinem Verbraucher, der sein Häusle finanziert, ausgleichen. Das heißt, ohne Angaben von Gründen, mit einem Satz, hat der Verbraucher eben die Möglichkeit, sich von dem Darlehen zu lösen. Das setzt voraus, dass die Bank wiederum den Verbraucher auch richtig darauf hingewiesen hat und belehrt hat. Es muss ihm also, so sagen die Juristen, auf die Stirn geschrieben stehen, wie das mit dem Widerrufsrecht funktioniert. Das Bundesamt für Justiz gibt in regelmäßigen Abständen Muster raus, wie diese Widerrufsbelehrungen auszusehen haben. Und zumeist haben schlaue Rechtsabteilungen der Banken in diesen Mustern so ein bisschen rumgefuscht und haben den einen oder anderen Halbsatz, die Formulierung oder auch die Deutlichkeit, dass man im Vertragstext die Widerrufsbelehrung auch findet, so ein bisschen verändert zum Vorteil der Banken. Und da sagen die Verbraucherschützer, so geht es nicht. Wenn falsch belehrt wurde, gilt es genauso, als wenn gar nicht belehrt wurde. Die 30-tägige Widerrufsfrist hat gar nicht angefangen zu laufen. Das heißt, auch noch viele Jahre später hat man sein Widerrufsrecht. Das heißt, auch heutzutage, 2020, kann ich meinen Darlehensvertrag zum Beispiel aus 2013 widerrufen. Das hat folgenden Vorteil. 2012, 2013, 2014 haben wir die Erfahrung gemacht, dass viele Leute noch mit 3, 3,5, vielleicht sogar auch 4% finanziert haben
Und wenn man aus diesem Vertrag ohne Zahlung eines Vorfälligkeitsentgeltes aussteigen kann und heute zur heutigen Kondition neu finanzieren kann, hat man einen riesen Vorteil. Und da sagt eben die Interhyp, zwischen der neuen Finanzierung meistens heutzutage um 1% und der alten Finanzierung 3, 3,5, 4%, hat man einen durchschnittlichen Vorteil in Höhe von 57.000 Euro. Das ist halt der große Vorteil. Ich kann neu finanzieren zu jetzt ganz anderen, günstigeren Konditionen ohne Zahlung eines Vorfälligkeitsentgeltes. Das Vorfälligkeitsentgelt ist ja quasi die vorweggenommene Zinszahlung für die Laufzeit von insgesamt 10 Jahren und die fällt eben weg. Ich steige also aus meinem Darlehensvertrag aus und finanziere neu zu jetzt ganz anderen Konditionen. Das heißt, der Anspruch wird saldiert, also es wird geschaut, wie viel Tilgung habe ich bisher gezahlt und diese Restschuld muss dann neu finanziert werden. Und das stellt eben einen immensen Vorteil dar für all diejenigen, die eben noch eine hohe Finanzierung haben, eine hohe Zinsbelastung haben. Und da empfiehlt es sich auf jeden Fall, davon Gebrauch zu machen, zumindest mal den Darlehensvertrag inklusive der allgemeinen Geschäftsbedingungen bei uns einzureichen. Wenn Sie das an die office@mingers.law übersenden, prüfen wir kostenlos und unverbindlich Ihren Darlehensvertrag auf die Widerrufsfähigkeit, also ob die Widerrufsbelehrung falsch oder richtig ist. Ist die Widerrufsbelehrung falsch, teilen wir Ihnen auch mit, wie hoch Ihr finanzieller Vorteil wäre bei einer Neufinanzierung. Haben Sie keinen neuen Finanzierer an der Hand, haben wir Kooperationspartner, die Ihnen da gerne weiterhelfen. Wir gehen auch nur dann vor gegen Ihre alte Finanzierung, wenn gesichert ist, dass Sie eine neue Finanzierung bekommen. Viele stellen dann die Frage, versaue ich es mir dann mit meiner Bank? Das ist heutzutage in der Regel nicht mehr so. Also viele Banken bieten eine Anschlussfinanzierung an zu neuen Konditionen. Es gibt auch schon die ersten Finanzierer, die außergerichtlich sich strecken und sofort einen Vergleich anbieten und sagen, wir wollen gar nicht ins Gerichtsverfahren gehen. Das Ganze ist für Sie kostenlos, denn entweder bezahlt Ihre Rechtsschutzversicherung die Kosten oder wir haben einen Prozessfinanzierer als Kooperationspartner, der den Prozess finanzieren würde, also das Risiko übernimmt sich dann aber natürlich in Ihren Erfolg reinsetzt und dann 25% Ihres finanziellen Vorteils als Honorar berechnet. Also, wenn das für Sie spannend ist, schauen Sie hier unten in die Shownotes, senden Sie Ihren Darlehensvertrag an die office@mingers.law und nehmen auch Sie teil an dieser tollen Sache, an der Möglichkeit, neu zu finanzieren und eine Menge Geld zu sparen. Wir sehen uns wie immer vor Gericht.